Ja, wir begeben uns heute auf eine Reise in die Welt der virtuellen Gastvorträge. Gastvorträge sind generell, denke ich, ein sehr gutes Element, um die Praxisorientierung der Hochschullehre zu unterstützen. Und die gute Nachricht ist, dass das in der virtuellen Welt durchaus auch einfacher sein kann als in der realen Welt. Worum geht es bei unserer Reise? Es geht um Gastvorträge von Unternehmensvertreterinnen, also nicht von Vertretern anderer akademischer Einrichtungen. Es geht um Veranstaltungen eines anderen hauptverantwortlich Lehrenden. Das heißt, der Gast ist wirklich Gast in einer anderen Veranstaltung. Und wir betrachten ausschließlich das synchrone Format in Echtzeit. Warum sollten sich die Passagiere auf die Reise begeben? Ich möchte mich auf die Lehrenden fokussieren. Warum sollten wir uns auf diese Reise begeben? Wir haben mit dem Gastredner aus der Praxis die Möglichkeit, die Bedeutung unserer Inhalte auch für das Leben außerhalb der Hochschule deutlich zu machen und damit einfach auch die Studierenden zu motivieren, an diesen Themen weiterzuarbeiten. Wie sieht der Reiseverlauf aus? Ich möchte mich konzentrieren auf die ersten beiden Phasen. Die erste Phase, das Briefing. Da geht es um die Frage, was will ich erreichen mit meinem virtuellen Gastvortrag? Welche Optionen habe ich? Um dann in der nächsten Phase das zusammenzubringen und den Vortrag konkret vorzubereiten. Wo geht die Reise hin? Im Idealfall sollte natürlich der Gastvortrag zu den Lernzielen der Lehrveranstaltung beitragen. Das kann er auch, je nach Ausgestaltung, in unterschiedlichen Formen. Nehmen wir den ersten Punkt, Wissen und Verstehen. Fachkompetenz kann ich durch einen Gastvortrag vermitteln. Ich kann aber auch im Sinne von Kommunikation, Kooperation, Sozialkompetenz vermitteln. Die Studierenden treten auch virtuell in den Austausch mit dem Gastreferenten und können auch Verhaltensweisen reflektieren und daraus entsprechend auch in dem Feld etwas lernen. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen zum Thema der Gestaltungsoptionen, möchte ich auf einen Gastreferenten zurückgreifen, der im letzten Semester bei mir in der Veranstaltung war von der DHL. Der auch nochmal gesagt hat, es ist logistisch und zeitlich eigentlich leichter, einen virtuellen Gastvortrag zu realisieren. Er muss nicht anreisen und man kann auch kurzfristig sehr, sehr aktuelle Themen einbinden. Die Gestaltungsoptionen sind natürlich im ersten Schritt für uns Ort, Medium, virtuell und das ist heute auch absolut der Fokus. Wir können gestalten die Gruppengröße, wir können überlegen, machen wir das mit einer kleinen Gruppe, 3 bis 5 Teilnehmer im Sinne eines Kamingesprächs. 25 bis 30 ist so die Größe, mit der ich hauptsächlich gearbeitet habe. Oder ich kann natürlich auch ganz große Gruppen über eine Zoom-Konferenz an der Stelle zusammenbringen. Bezüglich des zeitlichen Umfangs auch viele Möglichkeiten. Klassiker für mich sind 30 Minuten plus minus und Frage-Antwort-Session. Ich kann 2 bis 3-stündige Workshops realisieren oder in der virtuellen Welt würde ich das Limit bei einem Halbtages-Workshop sehen, länger würde ich das persönlich nicht machen. Einbindung in die Lehrveranstaltung, verpflichtend oder freiwillig und damit auch die Frage, ist der Vortrag prüfungsrelevant oder ist er das nicht? Auf die Lehrform und die Optionen da möchte ich etwas länger eingehen. Hier habe ich auch Gestaltungsspielraum und das würde ich gerne im Rahmen der Phase der Vorbereitung auf den Vortrag tun. Die Frage Lehrform würde ich hier stellen als die Frage, wie betreue ich meine Passagiere während des Flugs? Und da würde ich gerne auf 3 Lehrformen kurz eingehen. Das wäre zum einen an erster Stelle das darstellende Lehren. Das heißt im Prinzip klassische Vorlesung, der Gast stellt etwas vor. Zusammenwirkendes Lehren, ich versuche gemeinsam etwas zu erarbeiten. Oder das aufgabenstellende Lehren, wo der Gast im Prinzip eine Aufgabe, ein Projekt mitbringt und die Studierenden etwas erarbeiten können. Insbesondere für Lehrform Nummer 2 und 3 ist die Interaktion natürlich wichtig. Und das ist eine besondere Herausforderung. Hier auch wieder ein Zitat unseres Gastes. Die begrenzte persönliche Interaktion liegt in der Natur der Sache im virtuellen Raum. Und ich kann natürlich auch interaktive Aufgaben schwieriger umsetzen. Das heißt, hier muss ich genau gucken, wie kann ich gemeinsam mit meinem Gast das entsprechend vorbereiten, damit diese Interaktion möglich wird. Und ich einen Reiseflug frei von Turbulenzen ermöglichen kann. Das heißt auch, ich müsste den Studierenden einmal sagen, was ist die Erwartungshaltung? Sollt ihr beitragen?
Mattermost oder Zoom, wie kann ich interagieren? Die Frage hatten wir ja vorhin an der Stelle hier auch. Insgesamt rückblickend auf die Reise würde ich festhalten, es gibt nicht den besten Weg für den Einsatz virtueller Gastvorträge, aber es liegt an uns, das Beste draus zu machen und alle Passagiere so vorzubereiten, dass sie möglichst viel aus der Veranstaltung mitnehmen.